Mit meinem Motorrad bin ich Mitte April in Weißbach gestartet. Anfangs machte mir das Wetter recht schwer zu schaffen. Ich hatte tagelange Regenfahrten und ich musste mehrmals von meiner geplanten Route abweichen, da Schnee mir die Durchfahrt mit dem Motorrad verunmöglichte. So konnte ich nicht wie geplant über Bulgarien in die Türkei einreisen, sondern musste den Umweg über Montenegro, Albanien und Griechenland nehmen, damit ich in die Türkei gelangen konnte. Als ich den Bosporus überquert hatte, glaubte ich mich auf der sicheren Seite, dass ich die größte Kälte hinter mir hätte. Dass ich aber am Schwarzen Meer, ab rund 400 Meter über Meer, wieder in den Schnee kam, hat mich dann schon auch überrascht. Zum Glück blieben die Straßen über den Pass im Großen und Ganzen schneefrei. Von der Türkei aus bin ich dann nach Georgien eingereist. Das Wetter und die Temperaturen haben sich auch markant gebessert. Über Tiflis, die Hauptstadt Georgiens, bin ich dann weiter nach Aserbaidschan gefahren. An der Grenze habe ich ein ukrainisches Motorradpärchen kennengelernt. Sie halfen mir bei den Einreiseformalitäten. Ihnen fiel das der Sprache wegen viel leichter als mir. Zusammen sind wir dann bis nach Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, gefahren. Sie übernachteten bei Freunden und ich hatte mir ein schönes Hotel im Zentrum der Hauptstadt ausgesucht. Die Stadt ist sehr modern und hat sehr viele schöne und futuristische Gebäude. In Aserbaidschan machte ich das erste Mal auch Bekanntschaft mit einem Überwachungsstaat. Man ist ständig von Überwachungskameras umzingelt, sei es in der Stadt oder auf dem Land. Alle Straßen sind mit Kameras alle paar hundert Meter ausgerüstet. Man traut sich auch nicht zu schnell zu fahren, denn das würde sofort von der ständig präsenten Polizei geahndet. Mit gemischten Gefühlen bin ich dann in den Iran eingereist. Ich wusste nicht, was mich hier erwartet.
Völlig überrascht war ich dann von der Herzlichkeit der Iraner. Ich konnte kaum irgendwo anhalten, ohne dass sich sofort eine Traube von Iranern um mich scharte. Alle wollten Videos und Fotos machen. Einmal kam es sogar so weit, dass sie mir ein Baby in die Hand drückten, um dies auf Zelluloid festzuhalten. Ich kam mir vor wie ein Star. Es ging sogar so weit, dass Autos einfach vor mich hinfuhren und mich ausbremsten, nur um einige Worte mit mir zu wechseln oder ein paar Fotos zu schießen. Ich weiß nicht, auf wie vielen Fotos und Videos ich gelandet bin. Aus den fahrenden Autos wurden Fotos und Videos gemacht. Angekündigt immer mit einem Gehupe, was mich jedes Mal zusammenzucken ließ. Ich hätte x-mal bei denen privat übernachten können, was ich aber stets ablehnte. Sie gaben mir Kaffee, Früchte oder auch Kekse oder fragten auch immer, ob sie mir helfen könnten. Andererseits habe ich auch die iranischen Frauen, welche meist voll verschleiert herumlaufen, gesehen und das bei brütig heißer Hitze. Die Augenpaare nie geradeaus, sondern ständig gegen den Boden gerichtet. Das hat mich dann doch ein bisschen nachdenklich gestimmt. Ich habe aber gelernt, einfach nicht alles zu hinterfragen, sondern einfach zu akzeptieren, wie es ist. Teheran habe ich nicht angefahren, sondern bin alles am Kaspischen Meer entlang nach Mashhad gefahren. Dort wollte ich noch eine große Moschee besuchen. Die Moschee war recht imposant, doch auch dort waren alle Frauen schwarz gekleidet und voll verschleiert. Großes Glück hatte ich, als ich Pascal aus Belgien mit dem Motorrad kennengelernt hatte. Er stieg in Bonjourt im gleichen Hotel ab wie ich. Wir haben dann beschlossen, da er auch alleine unterwegs ist und wir die mehr oder weniger gleiche Route haben, zusammen weiterzureisen.